Das neue Fortnite-Update ist da. Heute alles in meinem Video. Benutzt meinen Creator kurz selber. Wir gehen direkt rein ins Video. Das neue heutige Update ist endlich da. Und ich hoffe, ihr habt Ostern mit eurer Familie schön verbracht. Denn heute geht es wieder in den Fortnite-Alltag rein. So sieht's aus, Freunde. Zuallererst fangen wir wieder ganz easy an. Denn die Season ist zu 32% fertig und dauert noch 52 Tage, bis die Season fertig ist. Also haben wir noch einiges in der Season zu tun. Noch über 1,5 Monate sind wir hier drin. Sogar fast 2 Monate sind wir hier drin. Und dann machen wir mal weiter. Heute kam ja das Content-Update raus. Ab 15 Uhr, also wenn das Video jetzt online geht, haben wir schon die Reboot-Rally für uns verfügbar. Und das hier sind die Gegenstände, die wir dieses Mal freischalten können. Und zwar haben wir hier einmal eine Spitzhacke, dann einen Gleiter und zu guter Letzt haben wir dann noch eine Waffentarnung. Ganz einfach, Leute, Reboot Rally nochmal für alle erklärt, die nicht wissen, was das ist. Wenn ihr einen Freund habt, der in einem Monat weniger als 2 Stunden Fortnite gespielt hat, dann ladet ihn ein, spielt mit ihm und ihr werdet es schon sowieso sehen bei den Aufträgen, die Links dann rauskommen werden, was ihr machen müsst. Und dann könnt ihr diese Sachen kostenlos freischalten. Die Midas-Aufträge sind dann auch ab 15 Uhr weg. Ihr könnt die Midas-Sachen dann nicht mehr freischalten. Der Midas-Floor ist Lava, wird auch rausgenommen jetzt dann. Und ihr werdet das Ganze dann nicht mehr machen können, die Quest. Also, wenn ihr die Spitzhacke unbedingt haben wolltet, die ich jetzt ganz cool finde, mit dem goldenen Hai und so, dann geht das leider nicht mehr, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, Freunde. Was ich sehr schade finde, die hätten ruhig noch ein bisschen länger machen können. Aber gut, achso, übrigens, die Reboot Rally geht bis zum 4. Mai. Also einen Monat habt ihr Zeit dafür, um das Ganze zu machen. So, Epic testet gerade die letzten Updates zu dieser Season. Und zwar 29.4, die testen gerade alles, damit wir, wenn wir das ganze Update kriegen, auch alles ganz entspannt funktioniert hier, Freunde. So, was natürlich auch einige von euch gesehen haben, wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, wir haben endlich unseren neuen Crew-Paket-Skin bekommen. Und zwar ist das der gute Ares, Freunde. Und so sieht der Ares aus. Ich muss sagen, ist ein cooler Skin. Ich habe mich gerade eingeloggt und ihr seht gerade, Leute, wir haben die ganzen neuen Crew-Stile bekommen. Und die sehen ja mal richtig krass aus. Umso länger man das Crew-Paket hat, umso krassere Stile bekommt man, ja. Und das ist der neue Ares. Endlich haben wir Ares im neuen Crew-Paket bekommen. Und das ist eine Lego-Figur. Richtig, richtig nice, Freunde. Oh, wir haben den jetzt im Galaxy-Stil. Tschüss. Nice, Mann. Wir müssen halt ein paar Monate warten, bis wir die geilen Stile bekommen. Ihr wisst ja, jeden Monat bekommt ihr einen neuen Crew-Paket-Stil. Wenn ihr Crew-Paket-Skins habt, jeden Monat ein neuer Stil. Und ich glaube, 6 Monate müsst ihr einen Skin haben, damit ihr den letzten Stil bekommt, der meistens auch eigentlich am, ja, krassesten, würde ich sagen, mal aussieht. Genau. Machen wir mal weiter. Und zwar hat sich jetzt auf der Map nicht so viel verändert. Dazu kommen wir aber gleich. Falls ihr es nicht gesehen habt, Freunde, die Black Widow Spitzhacke ist tatsächlich nach 1791 Tagen zurück in den Itemshop gekommen. Und von Black Widow die Spitzhacke. Also nicht der Black Widow Skin ist gekommen, sondern die Spitzhacke. Ich habe das Gefühl, dass Fortnite das Ganze auch irgendwie mit Absicht immer macht, dass sie immer einzelne Teile von seltenen Skins oder so reinhauen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall kann es sein, dass die noch im Shop ist. Kurzer Fun Fact an der Stelle von mir aus. Das ist die Liste der Rette die Welt Starter Paket und wie sie oder wie oft die genutzt werden. Also der erste Skin ist Tony und es gibt tatsächlich Leute, die benutzen diesen Endless Net auf Platz 16 überhaupt nicht. Dieser Platz 17 ist ja klar, dass der letzte Platz ist, weil den viele noch nicht haben. Und das ist interessant, dass die Rette die Welt Skins manchmal echt überhaupt nicht gespielt werden von den Leuten. Aber dennoch eine ganz interessante Fun Fact Liste hier. So, dann machen wir mal weiter, Leute. Ich zeige euch nochmal Gameplay zu dem Wasserbändigen, okay? So sieht ja das Wasserbändigen aus. Und im späteren Verlauf der Season sollen wir anscheinend ja auch andere Erdbändigen, Feuerbändigen und kriegen, okay? Anscheinend, wenn man den Leaks glauben mag. So, ich zeige euch auf jeden Fall nochmal ein Gameplay hier
So sieht das Ganze aus. Finde ich auch ganz cool. Ich glaube, das wird richtig lustig, wenn wir das Ganze reinbekommen. Keine Angst, wir reden gleich über den Avatar und über alles andere, was reingekommen ist, Freunde. Dann haben wir jetzt endlich die Battle Pass Seite mit Korra zu Gesicht bekommen, Leute. Und das befindet sich alles in der Seite von Korra. Ich blende es euch hier mal gerade kurz ein. Wir haben so einen Ladebildschirm, dann hier einmal so Contrails, wir haben hier so einen Spray. Oh, die Waffentarnung sieht gut aus. Dann einmal hier. Das ist geil. Hey, mega geil, Alter. Diese Spitzhacken. Dann Korra, den Skin selber. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir, was ist das? Ist das ein Ladebildschirm? Okay. Dann haben wir hier nochmal einen Sticker. Erscheint übrigens in 2 Stunden. Hier mal der Backbling. Oh, Korras Luftsegler. Dann haben wir hier nochmal Aufstieg des Avatars. Oh mein Gott. Und dann haben wir noch einen krassen Korra-Stil, Freunde. Das kommt in 2 Stunden raus mit den neuen Aufträgen. Und dann können wir Korra einfach freischalten. So, ihr habt das Ganze gesehen, wie das im Battle Pass aussieht. Aber wie sieht das Ganze im Spiel aus? Ich habe mal für euch hier ein Video vorbereitet. Wir haben hier einmal Korra, den Skin selber. Dann den Backbling, den ich euch gerade gezeigt habe natürlich. Dann ihre Waffentarnung, die relativ cool aussieht. Sie hat hier gleichzeitig noch das Wasserbändigen mythisches Item hier am Start. Und wir haben noch den weiteren Stil von Korra, den wir hier zu Gesicht bekommen, der auch echt nice aussieht. Also ich muss sagen, mir gefällt der Skin mega gut. Da gibt es nicht viel dran auszusetzen. Wir haben dann noch die Contrails, die ihr hier gerade noch seht, Freunde, von dem Skin im Spiel. Dann noch den Gleiter. Also das ist echt sehr, sehr stark, was die hier rausgehauen haben in Fortnite mit dem Skin. Dann kommen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Und zwar mit der mythischen Fähigkeit, also die Wasserbändiger-Fähigkeit. Was kann die, okay? Ich blende euch mal hier nochmal ein, was die Waffe alles drauf hat, damit ihr hier mal so die Stats habt und so. Das kann die ganze Waffe. Wir haben hier zum Beispiel eine Magazingröße von 30. Also ihr könnt ja die mythische Fähigkeit 30 mal einsetzen. Die Feuerrate ist 1,8, also wie schnell sie hier ihre Wasserspritze raushaut. Die Nachladezeit ist relativ lange. Das sind 6 Sekunden. Und Standardschaden ist 22. Auf dem Kopf 27,5. Und wenn ihr im Wasser drin seid, dann könnt ihr ein bisschen schneller schwimmen. Was sehr, sehr nice ist. Wenn ihr ins Wasser reingeht, bekommt ihr HP zurück. Also Green Life, soweit ich weiß. Ah, genau. Und Schild erhöht sich nicht. Wichtig. Und wenn wir ins Wasser reingehen, erhalten wir 2 Sekunden lang 3 Munition. Und wenn sie insgesamt 20 Sekunden lang mit Wasser in Berührung kommen, erhalten sie 30 Munition, was dem maximalen Magazin entspricht. Das ist sehr cool. So können wir unsere wasserbändigen Fähigkeit im Wasser aufladen, umso länger wir drin sind. Das finde ich richtig, richtig nice, muss ich ehrlich sagen. Und die bändiger Fähigkeit, Leute, die müsste eigentlich im Spiel drin sein. Ich kann es euch noch nicht sagen, weil Fortnite macht das zurzeit so. Die machen das Update und die Sachen kommen dann immer später. Also, aber jetzt passt mal auf, es wird noch krasser. Denn auf der Insel befindet sich jetzt der Avatar Aang, Freunde. Der Eisberg wie in Avatar ist jetzt in Fortnite drin. Und das ist jetzt seine allererste Stufe, die wir hier zu Gesicht bekommen. Und wir wissen ja auch, dass es 3 Phasen gibt. Phase 1 ist weit weg von der Insel, Phase 2 näher und Phase 3 ist dann ganz nah an der Insel. Und den Eisberg können wir jetzt bestaunen. Voraussichtlich wird die 2. Phase, beziehungsweise die 3. komplette Phase bis zum 12. April dauern. Denn dort sollten wir auch den Avatar Aang ins Spiel bekommen. Also wenn wir ins Spiel reingehen, dort werden wir ihn sehen mit seinem Upper-Gleiter hier drinne. Er ist eingefroren. Ich hoffe, dass wir ihn irgendwie rauskriegen. Und das können wir auf der Map bis jetzt bestaunen. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob die mythischen Gegenstände drin sind, Freunde. Dafür muss ich ganz kurz warten. Ich melde mich gleich mal wieder. Also, ich habe jetzt bis 15 Uhr gewartet. Und tatsächlich, das mythische Wasserbändigen-Item ist im Spiel drin. Ihr könnt jetzt wasserbändigen in Fortnite, Leute. Viel Spaß mit dem Update. Ich bin raus. CreatorCodeSavile, haut da rein.